Einen wunderschönen Tag, meine Otakus und Gaming-Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Naja, soll ich sagen, Theorie-Video würde ich das jetzt einfach mal nennen. Und zwar haben wir hier seit gestern ein nicht gelistetes Video gefunden. Der Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr euch das nochmal selber angucken wollt. Was wir uns jetzt aber auch hier im Video an sich angucken. Und zwar geht es um nichts anderes als um den Starter von Let's Go Evoli. Also Evoli ist eine ganz klare Sache. Und zwar werde ich das mal hier ein bisschen leiser machen. Wir gucken hier uns erstmal den Spaß an. Und zwar ist es von der Shopping-Seite von einem YouTube-Kanal aus Japan. Also die werben hier für so eine Case, für so eine schöne Hülle von Let's Go Pikachu und Evoli. Das werden sie gleich noch aufmachen, das werdet ihr sehen. Und hier sehen wir Evoli, aber nicht nur das. Guckt euch mal an, was um Evoli drumherum ist. Genau, die ganzen Entwicklungen, also die Typen der Entwicklung von Evoli. Wir haben Blitzer hier, wir haben Flammara hier mit den Flammen. Die Blasen sind Aquana, das ist die erste Gen. Dann haben wir hier unten das Dunkle und hier dieser Schimmer drumherum, das Rosane, das ist Psyana und Nachtara, das ist die zweite Gen. Die vierte Gen kommt hier auch noch, und zwar mit dem guten Fulipurva. Und Glaziola müsste ja eigentlich auch sein, aber das sehe ich hier gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier noch Fulipurva aus der sechsten Gen. Und was das hier sein soll, fragt sich jeder. Also ich umkreise es nochmal. Es sieht mir aus, es könnte im entferntesten Sinne für Glaziola stehen, und darum geht es auch in diesem Video, was das überhaupt ist. Es sieht für mich etwas aus wie ein Stück Stahl, wie ein Stück Eisen oder irgendwas ähnliches, das eventuell damit jetzt leicht angeteasert wurde, dass Evoli eine neue Entwicklung bekommt. Würde auch stimmig sein mit dem anderen Trailer, wo es hieß, naja, ihr bekommt ein besonderes Geschenk, wenn ihr euer Handy verbindet mit dem Spiel, und eine mysteriöse Überraschung oder wie sie das genannt hatten. Das wäre hiermit ganz stimmig, weil ihr seht ja, die drei Starter sind miteinander verbunden, also die drei Entwicklungen sind miteinander verbunden. Dann sind die beiden Entwicklungen miteinander verbunden. Das ist ein Einzelstehendes, aber warum ist das dann so weit auseinander, wenn das Glaziola ist? Also man könnte da jetzt viel mutmaßen. Auf jeden Fall würde ich euch erstmal fragen, was haltet ihr davon? Findet ihr das, wie soll ich diese Entwicklung nennen? Stahlion. Also die Stahl-Evoli-Entwicklung könnte damit leicht, naja, angeteasert sein, sage ich mal. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, und ich lasse euch wissen, was es nun sein wird. Es kann natürlich auch einfach nur sein, dass Leute jetzt zu viel reininterpretieren. Für mich sieht es aber auch nicht aus wie ein Eisblock, wenn ich ehrlich bin, weil, naja, warum sollte er so glänzen? Ihr seht ja hier so einen kleinen Sparking, so einen kleinen Funken. Weiß ich nicht. Warum soll das Ding leuchten? Warum soll das grau sein? Dreckiges Eis? Das hätte ich mir sonst vielleicht blau vorgestellt oder noch heller. Vielleicht auch hier oben irgendwie. Aber ich denke mal, es könnte wirklich eine Stahl-Evoli-Entwicklung bekommen. Wäre richtig cool. Und naja, wir bleiben gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kurze News zu sehen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link zu diesem Shopping-Video. Wir können hier uns jetzt noch mal kurz angucken, zum Schluss hin, was hier drin ist. Also es ist eigentlich eine Switch-Hülle. Auf der anderen Seite haben wir hier noch mal Pikachu mit Ballons. Auch die Wellen, also eine kleine Anspielung auf das Surfer-Pikachu. Und hier ist natürlich Evoli im Pikachu drin und diese Halterung für das Spiel. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Euer Xetra.